Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf am 14.08. mit der lieben Iliana. Wir stehen nämlich hier in Fort Pinter vor dem Apfelschimmel. Das wollte ich auch schon Lusitano sagen. Alle mit Lusitano und Andalusia verwechseln. Hilfe. Nein, natürlich vor dem Andalusia. Ich will euch immer generell nochmal den Text vorlesen und den Rassebonus sagen. Andalusia. Wenige Pferderassen sind so eng mit der Geschichte Europas verwoben wie der Andalusier. Möchte man seinen Ursprung und seine Geschichte erläutern, muss man tief in die Geschichte Spaniens eintauchen. Denn das mittelalterliche Al. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt auf Spanisch ausspricht. Al-Andalus. Al-Andalus beschreibt den muslimischen Teil Spaniens, in dem das Züchten von Pferden und die Reitkultur eine Blütezeit erlebten. Damals wurde der Grundstein für viele moderne Rassen gelegt. Die Begriffe Andalusia und also pura Raza Española werden oft gleichbedeutend verwendet. Aber nur Pferde, die in den offiziellen Zuchtbüchern stehen, werden tatsächlich als PRE oder Pre qualifiziert. Die berühmteste Blutlinie der Andalusier wurde im 15. Jahrhundert von den Kartäusermönchen in Jerez de la von Schlag mich tot geschaffen. Fronteira. Von Taira, okay. Pferde dieser Blutlinie, die sogenannten Kartäuserpferde, sind auch heute sehr begehrt und ebenso selten wie schön. Ihre wendige und kompakte Statur und ihre eleganten, erhabenen Bewegungen machen die Andalusier zu idealen Reitpferden, die jahrhundertelang vom europäischen Adel geschätzt wurden. In seinem Ursprung Spanien war das Pferd der Könige allerdings eine wertvolle Hilfe bei den Aufgaben des Alltags und wurde in allen Lebensbereichen eingesetzt. Andalusier zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit Vieh arbeiten und Kutschen ziehen können, sich aber auch während der Ferias als stolze Paradepferde präsentieren. Im Laufe der Jahrhunderte blieb die Rasse durch strikte Selektion und strenge Zuchtbedingungen erhalten. Ihr Aussehen hat sich nur wenig verändert. Der Andalusier ist ein ausgewogenes Pferd mit puren Proportionen und starker, runder Kuppe, was ihm eine natürliche Fähigkeit zur Versammlung verleiht. Oh, was für ein Text hier. Andalusier sind vielseitige Pferde, die in allen Bereichen des modernen Pferdesports zu finden sind. Aber ihre wahre Stärke liegt im klassischen Dressurreiten, wo sie die höchste Stufe der hohen Schule erreichen können. Stimmt, meiner konnte ja auch Englisch und meine Freundin ist ja mit ihren Andalusier auch zum Beispiel Western geritten. Also die haben sich ja echt gut getan. Das einprägsame Bild des feurigen spanischen Pferdes, selbstbewusst und edel in einer Haltung, ist tief in der Reitkultur verwurzelt und Bestandteil vieler Träume von Pferdebesitzern. Oh ja. Wer seinen Traum eines königlichen Pferdes des Barocks wirklich verwirklichen möchte, für den ist der Andalusier die beste Wahl. Oh, sehr sensibel, diese Tierchen, ich sag's euch. Aber mega cute, obwohl, ihr guckt ihn von vorne ein bisschen böse, oder? Ja, die gucken alle so. Das ist aber bei ihm, beziehungsweise bei der Farbe jetzt so, weil der halt so diese dunklen Ringe um die Ja, Augen hat. stimmt. Aber der guckt gerade so, don't touch Ja, das sind ja diese dunklen Ringe. me. Ja. So, aber der Apfelschimmel wird's heute zumindest nicht. Ich kann mich an unser Gespräch erinnern. Oh, wäre ja cool, wenn Apfelschimmel, Fuchs und Schimmel beide, alle drei sofort rauskommen würden. Glaube ich ja fast nicht. Ne, glaube ich auch nicht. Bam. Ja, blöd. Ich dachte Ja. so, nein. Da ist Silberglättel Landgut. Dachte mir so, heute Morgen ganz so, Schimmel, 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 bitte, 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 komm schon. Und Apfelschimmel, wurde dann ja. hat dir die Elena die Fotos geschickt. Niki so, ah! Ja! Ich bin fast auf dem Gelände ausgerastet. Den Apfelschimmel hätte ich mir fast denken können, weil die Game Masterin das ja gepostet hat und wegen dem einen Bild von, war Ja. es gestern? Haben die es gestern oder heute Morgen gezeigt mit dem Andalusia? Also einmal dem alten Modell und dem neuen Modell. Ja, ich glaube gestern. Dachte ich mir auch so, aber wenn der Apfelschimmel kommt auch raus. Und Ja. dann dachte ich mir so, ha, wenn die den Apfelschimmel vielleicht rausbringen, dann vielleicht lassen die den Schimmel dann auch weg und dann. So, und hier haben wir den Fuchs, der als Kastanienbraun bezeichnet wurde. Fand ich auch interessant.
Ja, es ist ja eine es ist ja kastanienfarben. Ja, und der Schimmel wurde aber auch als grau bezeichnet, oder was stand da noch? Ja, dann haben die was, dann haben die sich wahrscheinlich beim Übersetzen vertan. Den Fuchs finde ich nämlich auch, es ist ein wunderschönes rotbraun und hat keine Abzeichen am Bein. Hat aber dafür eine Flocke oder ein Sternchen eben auf der Stirn, was wir jetzt natürlich gerade jetzt nicht sehen, weil er diese wunderschönen Schopf davor hat. Ja, den kann ich mir auch mit dem grünen Zelt echt gut vorstellen, muss ich sagen. Den Fuchs. Es gibt ja sogar Sattel- und Zaumzweck von dem neuen in der Farbe ungefähr. Ich glaube, etwas heller. Und die Nüsschen Das bewegen ist ja sich auch dieses auch. Kastanienbraun, ist das ja. Aber ihr Lieben, das war eigentlich schon vor, seitdem ich das hier mit Beginn angefangen habe, schon sowas von klar, was für ein Pferd ich mir jetzt kaufen werde. Und es würde keinen Sinn ergeben, wenn ich mir jetzt erstmal das Pferd nicht kaufen würde, denn es ist nämlich der Schimmel. Wer hätte es gedacht bei Niki? Wer hätte es gedacht? Hat nicht nur Gründe, da ich ein absoluter Schimmelfan bin, dass bei früheres Pflegepferd an der Schimmel war und dass es auch irgendwie mit mir zu tun hat, weil ich einfach den als Comicpferd habe. Aber ich habe auch sofort schon einen Namen für ihn. Der wird mich ge. Ein sehr einfallsreicher Name, Hust. Lass mich, das ist mein Traumpferdchen. Muss ich den Namen nur wiederfinden? Da Jetzt gibt es den Namen nicht mehr, pass auf. habe ich den. Wenn es den Namen wirklich nicht mehr geben sollte, habe ich ihn wenigstens für mein Anfangspferd gesichert. Es wird nämlich. Da. Trommelwirbel. Oh Gott. Nein. Tada! Willkommen im Stall. Wo treffen wir uns gleich? Sollen wir einfach gleich wieder Veldale nehmen? Ja, von mir aus. Ja, ich zeig dann jetzt noch flott die Animation im Stall, das Putzen und so. Gucken uns alles ja genauer an. Und dann werden wir uns in aller Ruhe auch die Gangarten angucken. Hallo Hund. Titus, das funktioniert nicht mit auf den Schoß krabbeln. Wo ist es denn? Vandatelle Village. Dalladalla. Nein, mein Stall schimmelt gerade nicht. Das ist eine dreiste Lüge. Hust. Ups. Ich habe den ganzen Schimmel ausgepackt vom letzten Mal noch. Upsi-dups. Und da steht er auch. Packe ich jetzt meinen Lusitano mal ein. Packe ich den Lusitano mal ein. Zack. Dann begebe ich mich schon mal trabend dorthin. Ja, mach das. So, da haben wir den diesen Schatz. Oh, ist so süß. Mal ausrasten. Oh, und der streichelt. Wir streicheln irgendwie immer noch nicht richtig, aber egal. Und oh, die Äuglein sind die so blau-grau. Oh mein Gott. Oh, es wird ja immer besser. Ich habe auch schon gesehen, er hat überall ganz kleine Pünktchen. Und auch am Popo. Oh, süß, hat er so zwei kleine Pünktchen. Einmal erst striegeln. Oh, das genießt er richtig. Oh. Oh, Hufe auskratzen. Wir halten den Huf ja fast. Was ist los? SSO. Guckt es euch an. Wir halten den Huf fast und wir kratzen fast richtig aus. Ui. Möhrchen. Ah, die sind einfach echt schon. Mein Gott, das wird nämlich die Rasse für mich werden. Oder ist es schon? Ich muss noch nicht mehr drauf sitzen. Es ist schon für mich die Rasse. Ja, im Winter gibt es dann höchstwahrscheinlich die Tinkers. Ja, das könnte ich mir echt gut vorstellen. So Herbst, den Winter rein halt, ne? Oh mein Gott. Ja, ich reite auf meinem Lieblingspferd. Oh, wie lange bin ich euch allen Was auf ich die immer noch Nerven doof, was ich immer gegangen? noch doof finde, ist, dass es in Star Stable zum Beispiel in Pferdenamen das Wort Black nicht gibt, ne? Echt nicht?
Nein, gibt es nicht. Es gibt nicht Black. Oh Gott. Wahrscheinlich wegen Rassismus oder so ein Kram. Mhm. Das finde ich aber voll blöd, weil ich würde den schwarzen Andalusier nämlich gerne Black Beauty nennen. Oh, das ist ja echt kacke. Dann sollen sie von mir aus irgendwelche Wortkombis verbieten, aber nicht das Wort generell. Ja. Ich würde Black sehr feiern, wenn das mal rauskommen würde. Hm. Oh mein Gott! Ich versuche ernst zu bleiben. Ganz schnell jetzt nach oben reiten. Oh mein Gott. Ich trabe noch links. Ich bin aber gleich oben. Ich finde den Trab richtig schön übrigens. Und das Rückwärtsrichten ist auch sehr hübsch. Ja, ich habe ja. Ich muss zugeben, ich habe ja immer die Spoiler-Videos angeguckt, weil ich es nicht abwarten konnte. Ich doch auch, wenn nicht. Gib mich ehrlich zu, bei manchen Sachen, also wenn es generell um Story-Quest geht, da halte ich mich raus, da will ich überhaupt nicht gespoilert werden. Aber wir müssen ja gleich mal eben ein paar auf Ignore-Liste setzen, ne? Da sind welche. Ja. Aber wenn wir die auf Ignore setzen, dann sehen sie. Ja, ergibt Sinn, ja. Wahrscheinlich machen die bestimmt auch gerade eine Aufnahme. Dann stören wir da auch nicht, wenn wir sie auf die Ecke setzen. Nein, wir müssen nur mal eben näher ranreiten und dann. Dann stören wir uns auch nicht gegenseitig. Natürlich werden die Leute am Ende wieder in der Igno-Liste entfernt. So. Ich steige mal ab. Dann können wir uns mal den Apfelschimmel und den Schimmel mal genauestens angucken. Auf jeden Fall hier grasen sie. Das Grasen haben sie auch echt wunderschön hinbekommen. Da kommt das Posieren, was ich irgendwie sowas von abfeuere. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist voll süß, Mann. Das erinnert mich irgendwie voll an Maximus von Rapunzel. Ich weiß auch nicht wieso. Einfach dieses Haar. Und das Schütteln. Boah, ich muss da immer noch ein Meme draus machen. Und dann Bell hinsetzen. Bell, du meinst Rapunzel? Nein, nein, dein Pferd Bell. Ach so. Wenn es da schon diese Pose macht und dann so, ha, Bell, na? Oh, lol. Und Bell denkt sich so, Bitch. Bitch. So, ignorieren. Get on my level. Ignorieren. Oh, das hat deine auch. Warte, ist das deine Sie oder eine R? Eine Sie. Eine Sie. Ja. Mal gucken, wie es jetzt. Grasens ist auch echt gut animiert worden. Also. Mhm. So, ja, toll. Jetzt kommt die geile Pose und zack. Hm. Nice. Ich glaube, für eine Animation sowas. Also dieses Kopfschütteln, dann das Grasen, dann eben halt. Ja, wie nenne ich dieses Scharren und dann diese. Fotopose. Ich weiß nicht, wie ich es besser nennen soll. Ah, einfach. Oh, hier scheint irgendwie ganz schön viel los zu sein heute. Hallo Peach. So, dann würde ich mal sagen, steigen wir auf. Und das rückwärts richten. Er nimmt das Köpfchen weiter nach unten. Und die Öhrchen gehen so hin und her. Aber er guckt, hört auch mit den Öhrchen leicht nach hinten. Sieht irgendwie voll süß aus. Bei dem Rückwärtsrichten war ich am Anfang nicht ganz so sicher, weil ich das von Lusitano echt mega finde, das mit dem Öhrchen zurückrichten und dann dieses streng zurückgehen. Aber das finde ich, das hat auch irgendwie was an sich. Hm. Ja. Okay, der Schritt gefällt mir auf jeden Fall auch. Der fragt auch nirgendwo nach, glaube ich. Nee. Ich weiß nicht, ob der Schritt auch von irgendwas übernommen ist. Das sehe ich jetzt nicht raus. Aber ist ja auch wurscht. Ja, die Hinterbeine sind wieder nicht ganz flüssig, aber okay. Ja, aber ich denke mal, wenn ich jetzt von hinten drauf gucke, sehe ich das jetzt nicht so. Nein, das siehst du nur von der Seite. Diese weißen, diese schwarzen Pünktchen am Popo. Voll sweet. Dann der Trab, den ich echt
Ups, mega, mega schön finde. Oh mein Gott, das dieses. Das ist wirklich hübsch. Oh, ich habe ja noch Leute stehen. Wir aber jetzt nicht irgendwie auf der Ecke packen. Ignoriert. Oh, einfach dieses erhabene Traben. Einfach mega. Gefällt mir auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Voll in Lauf mit diesen Pferden. Dann in den leichten Galopp. Der war aber, glaube ich, auch vom Lusitano, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil das einfach passt. Das passt einfach sowas von dazu. Also, ich finde, nicht jedes Pferd braucht irgendwie komplett neue Animationen. Nö, überhaupt nicht. Ich finde sowas wie jetzt Beispiel bei dem hier. Ja, und besonders man, also. Das ist wurscht, das passt einfach, sieht einfach gut aus. Dann kommen wir einen Galoppstufe schneller. Das finde ich halt voll hübsch. Ich finde die Kopfhaltung schön, aber irgendwas stört mich an den Hinterbeinen. Hallo Hund? Für die Kopf. Also. Warte mal. Ja, die, der nimmt so die, die Hufe so hoch. Ich gehe mal kurz in den Fotomodus. Bei Lusitano auch der Schopf und die Mähne so schön mitweht. Oh, ist einfach wunderschön. Und dass er den Kopf auch etwas weiter runter nimmt, finde ich auch schön. Gut, mit Hinterbeinen, ich denke mal, da kann man sich dran gewöhnen. Das fällt jetzt einfach jetzt ein bisschen mehr auf, weil man jetzt mehr darauf achtet, finde ich. Gewöhnt man sich aber auch dran. Weil ich kann mich noch erinnern, als die Lusitanos rauskam und ich dachte, boah, wenn die den Andalusier mit der gleichen Mähne machen, nur vielleicht länger oder gewellter, dann wäre das geil. Und super. Ja, sie sind gleich lang, aber dafür gewellt. Ja. Und jetzt der schnellere Galopp, den finde ich auch echt passend. Also ich mag die Gangarten echt. Also klar, in diesem leichten Galopp, also nicht im versammelten Galopp, sondern leichten, die Hinterbeine, aber mein Gott, da gewöhnt man sich dran. Das ist das Gleiche wie Leute, die den Trab von Trakea nicht mögen. Da gewöhnt man sich immer dran. Mit dem. Man sieht das Pferd meistens eh von hinten. Eben. Und dann der Sliding Stop. Was kein richtiger Sliding Stop ist oder nie gewollt war, aber der bleibt instant stehen. Also der geht nicht mit dem Hintern so weit runter. Finde ich aber bei der Rasse jetzt nicht so schlimm, weil der nicht für den Sliding Stop oder nicht für Western halt ausgelegt sind, sondern mehr für Dressur. Deswegen. Einfacher Stopp passt doch, ne? Dann das Steigen. Was ich schön finde. Also ich mag das Steigen wirklich. Das ist was anderes. Nur wenn die runterkommen, könnten die es vielleicht etwas sanfter tun und. Warte mal. Die schieben ja ihren Hinterhand noch zurück. Ich finde das eigentlich gut so. Die schieben ihre Hinterhand ja so heftig noch nach hinten. Aber sonst, ich finde das Steigen mega. Also. Klar, hätten die das Steigen jetzt vom Lusitano genommen, fände ich das jetzt auch nicht schlimm, aber ich finde, das ist was Neues. Das sieht einfach geil aus. Ich finde, das Steigen ist kraftvoll. Ja. Hätten die jetzt wieder das Steigen jetzt von Trakena, vom Jorvikischen Warmblut und vom Achaltikina genommen, dann wäre ich enttäuscht gewesen. Das war für mich ja so ein Steigen. Und das ist jetzt so ein schönes, kraftvolles nach oben. Oh, dann mache ich auch direkt mal ein Foto. Ja, mit dem Stein kannst du halt einfach ein Foto machen. Ja. Warte, hatte der am Bäuchlein auch Pünktchen? Und ja, gerade. Deine am Bäuchlein Pünktchen hat. Ja, ganz leicht. Oh, voll sweet. Eclair hatte damals auch so ganz leichte Pünktchen an der Schulter. Auch total putzig. Ah. Warte, das Springen hatten wir noch nicht, ne? Ja, und die Special Anima schon. Ja, die wollte ich als letztes drin setzen. Das Springen, oh Gott, geil. Ich achte ja auch immer drauf, wenn die halt gerade von diesem Sprung ja runterkommen, mit den Vorderhufen und dann diese Hinterhufe hinterherziehen. Ne? Da achte ich ja auch immer gern drauf, weil die allerersten Pferde in SSO sind ja gesprungen und sind dann mitten im Flug, sind sie wieder in diesem Galopp verfallen. Hier landen sie halt richtig, ne? Also, Hut ab, Star Sable, ihr macht euch immer und immer besser. Da kann man echt nichts zu sagen, ne?
also die ganzen neuen Pferde, die rauskommen, also bei allen, da habt ihr die Rasse echt gut getroffen, ne? So, und natürlich jetzt die Special-Animation. Der spanische Schritt. Und auch wenn ihr es meint, es sieht witzig aus, im echten Leben sieht es auch witzig aus, glaubt mir. Sieht genauso auch im echten Leben aus. Das haben die echt Sieht gut halt nicht übernommen. witzig, sieht ein bisschen komisch aus, aber okay, ne? Ja, es sieht so leicht aus, So ist würden es die halt. so Lampen oder irgendwas ausmachen oder, weißt du, so Schwung nach vorne. Aber es sieht halt auch so im echten Leben halt aus. Und wenn du von hinten aus drauf bist, denkst du, der wackelt extra mit dem Arsch. Aha. Oh, lol. Aha. Oh, ich liebe es. Ne Witz, ich finde es mega. Absolutes Traumpferdchen. Ich glaube, hat den, also, meine Liste war ja so Lusitano, Connemara und Fjordpferd, aber der Andalusier hat Platz 1 auf jeden Fall erobert. Da kommt nichts ran. Bis jetzt. Aber mal abwarten. Vielleicht hauen mich die Tinker ja noch um, ne? Man weiß ja nie. Aber liegt auch dran, weil Andalusia schon auch ein Wiederauf meine absolute Lieblingsrasse ist. Deswegen. Also, es ist einfach so. Weil da kriege ich jetzt noch so ein schönes. Paar schöne Fotos hin, auch wenn ich jetzt mitten in der Aufnahme ist. Guckt aber auch leicht ernst, aber es ist gar nicht so schlimm. Oh, ist auch so. Das ist schön geworden. So von unten. Ah, mega. Jetzt fehlt ja auch eigentlich nur noch ja, die Mähnen gucken, ne? Ja, die Mähne und der Schweif übrigens. Ja, ich habe auch schon mitbekommen, am Schweif soll was gemacht worden sein. So, das nehme ich die Ja. Leute auch wieder von der Igno Also runter. es ist leider nicht so wie beim Kleidstil, dass du das halt einzeln wählen kannst, aber okay. Wär das noch gewesen, dann hätte ich gefeuert, dann hätte ich den Schweif auf jeden Fall noch genommen. Aber ist leider nicht so. Vielleicht werde ich die, da ich mir sowieso mindestens noch eins auf diesem Account hole und eins vielleicht auf dem zweiten Account, weil ich auf irgendeins der anderen Pferde bestimmt noch diese geflochtene Mähne draufpacke. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ups. Kommt auf an, welchem Pferd am besten diese Mähne halt noch steht. Ich habe gesehen, beim Fuchs sieht das echt schön aus. Ja. Und beim Fuchs, wenn du wirklich die Flocke sehen willst, musst du halt diese gebundenen Zöpfchen nehmen, diese Dressurzöpfchen und. Ja, wenn du die Flocke die ganze Zeit sehen willst, aber du rennst ja eigentlich die ganze Zeit, dann siehst du sie ja eh. So, auf zum Pferdefriseur. Zack. Da gucken wir uns natürlich auch einmal die Mähnen an. Hier einmal die Standardmähne. Eigentlich, man kann eigentlich sagen, das ist die Lusitano-Mähne nur halt gewellt. Finde ich. Ne, welche? Die Standardmähne. Die Standardmähne ist doch die kurze Mähne. Ach nee, da. Weil das ist die Standardrassemähne von Andalusia, diese lange gewellte Mähne. Ja. Ja, das ist eigentlich die Mähne des Lusitanos, nur immer halt gewellt. Ja. Ja. Hatte ich doch eben gesagt gehabt. Hast du nicht gerade ja, die kurze? Ich so, nein. Nein, eben auf dem. Auf dem Platz oben habe ich doch gesagt gehabt, das ist nur die Andalusia-Mähne, nur halt gewellt. So, und. Oh, die kurze. Oh. Kurz ist ja gar nichts für mich. Um Gottes Willen. Der sieht irgendwie falsch aus. Ja, kommt der fette Dressur halt seit da vorne. Ja, wenn man halt. Ich finde mal, wenn man den Hals hervorheben will, so, kann man auch direkt die Zöpfchen nehmen. Ne? Also, wenn man diesen Hengst, also diesen Muskelhals wirklich zeigen will, ne? Die haben ja halt ein Aber bisschen die mehr. Schweife sind wieder relativ verwaschen. Obwohl, die haben sich schon verbessert. Früher war immer verwaschen. Ja, aber das ist ein Wischwasch, ich weiß, aber. Ne?
Also klar, es ist nichts gegen die Standardmähne. Das ist kein Vergleich, aber es ist Und schon ich besser finde es doof, dass die geworden. Zöpfchen beim Apfelschimmel komplett braun sind und nicht so weißbraun. Ja, das kriegen die auch nicht immer hin. Die haben auch schon bei dem diesen nordschwedischen Bluebell, Texas Bluebell da, ne? Da waren die Töpfchen ja auch erst schwarz. Dann haben sie aber auch nochmal im Nachhinein blau gemacht. Vielleicht machen die es ja beim Andalusia ja auch nochmal irgendwie. Man kann Ja, ja das hoffe hoffen, ich ne? mal. Ja. Weil das haben wir ja früher öfters mal gesehen, wenn wir irgendwie zweifarbige Mähen haben, dass dann die Zöpfchen meist einfarbig sind, was ich etwas schade finde. Oh, ich würde den Schweif halt so gerne haben mit diesem Zöpfchen da hinten, Sehe ich das gerade richtig? Die ne? ganz lange, also die ganz lange Wildpferdemähne, ne? Hm? Die bewegt sich, die klebt nicht am Hals. Bewegt sich. Hm? Die bewegt sich. Ja, das ist neu. Was zum Teufel? Die bewegt sich hier, Jana. Die klebt normalerweise doch immer am Hals. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt krass. Dafür bewegt sich die Zöpfchenmähne halt leider nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Das hätten die. Ja, das ist ja jetzt echt krass. Ja, oh lol. Aber kommen wir zu der geflochtenen Bauernzopfmähne, oder wie man sie auch immer nennen möchte. Die sieht bei dem Weißen aber auch echt schön aus, mein Gott. Ja, du hast recht, der Schopf bewegt sich, was ich auch gut finde, aber eben halt das andere nicht. Klar, das muss jetzt nicht so wie jetzt die lange Mähne im Wind dahin wehen, aber dass er komplett im Hals klebt, ist auch doof. Na, vielleicht ändern sie es ja noch mal, ne? Ja. Und was ich auch geil finde, der Schweif. Oh mein Gott, das Schweif ist so ein Träumchen. Wenn ich jetzt einzeln hätte auswählen können, ich würde es mir kaufen. Oh mein Den Gott. Schweif, ne? Mhm. Oh mein Gott. Ah, lalalala. Ich will jetzt kein. Nein. Einfach nur. Oh mein Gott. Aber ich möchte eigentlich bei der langen bleiben, weil die mir so gut gefällt. Aber dass die sich bewegt. Unwitzig. Krass, krass. So, ihr Lieben, das war's aber auch von dem Schimmelkauf-Video. Wann ich mir die anderen Farben kaufe, das kann sein, dass ich mir irgendwann so spontan mitten in der Nacht sage, wenn ich damit ja am Level bin, boah, ich muss mir jetzt ein Pferd kaufen gehen. Und dann mache ich das einfach random. Oder ich werde erstmal den hier ausleveln und mir dann ein neues Pferd kaufen. Vielleicht wirst du erstmal deinen kompletten Stall aus. Wie wäre das denn mal? boah, ich werde wahrscheinlich erstmal die anderen Loser leveln und dann werde ich mich hinten wieder an die Liste ransetzen. Machst du denn eh nicht? Lüg hier nicht rum. Aber ich versuche jetzt erstmal, oder? Ah, ich mach's einfach Du spontan. kannst ja Andalusia ein anderes Pferd, Andalusia ein anderes Pferd leveln. Oder so. Ich guck einfach mal, wie es mal am besten passt. Ne? Aber liebst hätte ich jetzt etwas, dass ich den Schimmel auslevel. Ich glaube, das ist schon mal keine schlechte Idee und eine gute Voraussetzung. So, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall von dem Schimmelkauf-Video. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Star Stable Online-Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.